auch auf die Kinder zugehen können. Es geht ja nicht nur um körperliche Gewalt, es geht ja auch um seelische, psychische Gewalt. Es gibt das Thema, wo überschreite ich eigentlich eine Grenze? Wie anmaßend gegenüber bin ich Kindern oder nicht? Einfach eine Sensibilität dafür zu haben, ist ungeheuer wichtig. Und wir sind da jetzt einen guten Weg gegangen, auch mit der Kindernothilfe. Wir haben uns ja auch Partner an die Seite genommen, um da ein bestmögliches Kinderschutzkonzept auf die Beine zu stellen. Man kann natürlich nie ausschließen, dass irgendwas passiert, aber für uns ist es wichtig, das Bestmögliche zu tun, damit es nicht passiert. Und ja, umso wichtiger ist es natürlich, das jetzt auch nochmal alles schriftlich zu haben mit einem Fallmanagementsystem, mit einem Kinderschutzbeauftragten dahinter, um wirklich professionell aufgestellt zu sein. Werder versucht an vielen Fronten positive Signale zu setzen. Fußball kann mehr, ist auch eine Initiative, die eine Rolle spielt, an der du viel beteiligt bist. Was geht's da und was ist bislang passiert rund um Fußball kann mehr? Ja, Fußball kann mehr ist eine Kooperation. Da geht es darum, Frauen im Fußball speziell zu fördern. Zwar nicht nur Frauen in den Gremien oder in Führungspositionen, auch den Frauenfußball zu stärken oder die Frauenfußballerin zu stärken, weil vielleicht für euch, viele wissen es nicht, in den Vorständen der ersten, zweiten Liga sind insgesamt 4% Frauen und das ist schon wirklich wenig. Und jetzt haben wir uns auf den Weg gemacht zu sagen, nein, wir wollen auch explizit natürlich Frauen im Sport, im Fußball fördern, auch in die Führung mehr zu bringen. Dafür haben wir jetzt bestimmte Instrumente auf den Weg gebracht, sei es, dass wir spezielle Förderprogramme haben, dass wir das Thema Work-Life-Balance oder auch familienfreundliches Unternehmen, wir sind, wie gesagt, auch ein attraktive Arbeitgebermarke. Wie präsentieren wir uns letztendlich nach außen? Wie sind unsere Stellenbeschreibungen formuliert? Wie gehen wir miteinander um? Wie ist das Mindset im Verein? Und ich glaube, da ist Werder schon einen ganz weit Schritt nach vorne gegangen. Auch wir haben Vizepräsidentin, wir haben eine Frau im Aufsichtsrat, wie gesagt, mit meiner Funktion. Und das wollen wir, den Weg wollen wir natürlich weitergehen und da auch Vorbild sein. Anne, dann wünsche ich, dass sowohl die persönlich als auch im Verein das Ganze weiteren guten Weg nimmt. Und reden jetzt mit Tarek Brauer. Der ist wiederum seines Zeichens Geschäftsführer, Organisation und Personal. Und mit dir müssen wir am Anfang erstmal über ein nerviges Thema reden. Wir freuen uns total auf das Eröffnungsspiel der Bundesliga gegen Bayern München. Ist nicht mehr weit hin, aber das letzte Spiel gegen Bayern München war ein großes Ärgernis, weil es wurde gezündelt ohne Ende. Es gab ganz, ganz viele Auseinandersetzungen um den Gästebereich im Weserstadion. Und da gab es ganz, ganz viele Diskussionen. Viele haben gesagt, schlechtes der Gästeblock der Bundesliga und so weiter. Werder musste sich da sehr aus der Defensive heraus verteidigen, was da alles passiert ist. Das kann natürlich nichts sein, was dem Verein gefällt. Nun habt ihr euch ganz viele Gedanken gemacht, was in Zukunft geschehen soll. Was waren die Ergebnisse? Wie ist der Stand? Ja, vielen Dank, Arni. Von mir erstmal, moin Fans. Ich will erstmal sagen, sensationelles Wetter. Der Wettergott muss ein Fußballgott sein. Und ich freue mich total, hier oben stehen zu dürfen heute. Ja, jetzt kommen wir zu dem nervigen Thema und blicken mal zurück auf dieses Spiel gegen die Bayern in der letzten Saison. Wir haben zudem auch noch verloren, 2:1, insofern doppelt nervig. Und ja, wir haben dort Bilder gesehen, Arndt, du sagst es, die uns überhaupt nicht gefallen haben, die nicht unserem Anspruch genügen, allen ZuschauerInnen ein tolles Stadionerlebnis bieten zu können. Und an dieser Stelle auch nochmal, das war ein wirklich unverantwortlicher pyrotechnischer Einsatz der Fans des FC Bayern, das muss man einfach auch mal sagen, der hat uns erschrocken. Wir haben darauf dann reagiert und mussten dort ein paar reinräumen. Wir möchten uns an dieser Stelle auch im Namen der Geschäftsführung nochmal bei den betroffenen ZuschauerInnen entschuldigen. Wir haben massiv an einem Konzept gearbeitet, um diese Situation jetzt auch nachhaltig zu verbessern. Und das Konzept sieht so aus, dass wir den Stehplatzbereich der Gäste in den Unterrang verlegen wollen, den Sitzplatzbereich der Gäste oben drüber. Das ist ein komplexes Thema. Da sind ganz viele Stakeholder mit beteiligt, von denen wir auch Zustimmung brauchen. Polizei, Feuerwehr. Wir müssen die Zuwägung der Fans müssen wir klären, wir müssen die Fantrennung sicherstellen. Wir müssen am Ende auch über eine Finanzierung reden, natürlich der ganzen Thematik. Aber ich bin total zuversichtlich, dass wir da zu einer guten Lösung kommen, auch mit den Entscheidungsträgern der Stadt. Und dass wir das im nächsten Sommer, also nach dieser Saison, dann auch umsetzen können. Da müssen auch baurechtliche Genehmigungen noch eingeholt werden. Das geht alles nicht von heute auf morgen.
Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, diese Situation nachhaltig und für die Zukunft und dann auch endgültig zu verbessern. Es ist also nichts, was man wirklich von jetzt auf gleich hoppla hopp umsetzen kann, sondern da ist wirklich viel Arbeit notwendig. Dennoch gibt es ein paar Sofortmaßnahmen, die schon in der kommenden Saison helfen sollen. Was ist das? Genau. Natürlich müssen wir auch weiterhin versuchen, die Situation zu verbessern. Mir ist total wichtig, an dieser Stelle auch einmal darauf hinzuweisen, dass wir in den letzten Jahren da auch nicht untätig waren. Wir haben immer wieder durch Maßnahmen versucht, die Situation im Gästeblock zu verbessern. Knapp 600.000 Euro sind da reingeflossen in Fangnetze, in zusätzliche Zäune, in einen Laufgang vor dem Block. Am Ende des Tages ist die Operation aber jetzt notwendig. Die Operation findet dann im nächsten Sommer statt. Und für diese Saison werden wir nochmal eine Verbesserung vornehmen. Wir werden einen feuerfesten Tropfschutz, so hat es Buten und Binnen, glaube ich, oder Radio Bremen auch genannt. Deswegen nehme ich diesen Begriff einmal auf, werden wir installieren und werden dafür sorgen, dass Pyro nicht nach unten tropft, wenn sie denn gezündet wird, und werden auch damit dafür sorgen, dass Gegenstände nicht versehentlich nach unten fallen. Zudem werden wir gegen die Bayern wieder 3-4 Reihen im Unterrang freilassen und werden auch dort die Sicherheit dann bestmöglich gewährleisten. Und am Ende des Tages will ich auch nochmal sagen, wir freuen uns unglaublich auf dieses Spiel. Das ist ein Highlight-Spiel, dass wir so die Saison eröffnen dürfen gegen den deutschen Meister, der voll, ja, wir sind alle überrascht davon, wie der FC Bayern München heißt, ist natürlich Sensation. Und wir werden dort ein ganz tolles Stadionerlebnis haben. Und die meisten Zuschauer, auch im Mai, hatten ein ganz, ganz tolles Stadionerlebnis. Dass es dort im Westunterrang nicht so schön war, das bedauern wir außerordentlich. Aber ansonsten kommt zahlreich ins Stadion. Das wird ein großes Fest. Ist auch nur noch 12 Tage hin, also wir freuen uns alle drauf. Meine letzte Frage richtet sich oder rankt sich rum um ein anstrengenderes Thema, das Nachwuchsleistungszentrum. Ist eine ganz wichtige Einrichtung für Werder. Es ist kein Geheimnis, dass Werder darf nachbessern muss, dass wir eine andere Struktur brauchen, ein anderes Nachwuchsleistungszentrum brauchen. Nun gibt es hier diese sehr verfahrene Situation mit dem Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums an alter Stelle. Es gibt die Diskussion, dass es in umliegenden Gemeinden möglicherweise Areale gibt, die sehr gut geeignet sein könnten. Wie ist da der Stand? Ja, das sind komplexe Themen für den Tag der Fans. Aber ja, wir haben ja immer gesagt, dass wir uns nach alternativen Standorten umschauen. Das ist uns nicht von jedem geglaubt worden. Aber das ist so. Sehr, sehr intensiv sind wir da am Schauen. Ich darf aber auch sagen, viele wird es hier beruhigen. Manche, ja, ich sag mal Anwohner, die hier in der Nähe wohnen, eine Handvoll, die wird das enttäuschen. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir die Pauliner Marsch verlassen. Das ist hier unser Zuhause. Wir sind seit fast 100 Jahren hier ansässig und wir werden alles in die Waagschale werfen, hier zu einer vernünftigen Lösung unter den hier gegebenen Umständen zu kommen. Allerdings müssen wir halt einfach auch realistisch sein. Wir haben jetzt 4-5 Jahre, haben wir geredet, haben wir diskutiert, haben wir versucht, Lösungen zu finden, haben wir versucht, Kompromisse zu finden. Hubertus hat sich da extrem ins Zeug gelegt. Am Ende haben wir keine Lösung gefunden. Und deswegen steht fest, dass wir den Sportcampus, den wir vorgesehen haben für Nachwuchs, Frauen, U23 mit einem modernen Ministadion, was dann auch den Regularien der Frauenbundesliga genügt, dass wir das hier nicht werden bauen können. Punkt. Die Anwohnersituation ist schwierig. Wir sind auch, und da beißt die Maus ja keinen Faden ab, wir sind in einem Hochwasserrisikogebiet und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und da hilft auch kein Klagen, da hilft einfach nur den Blick für die Realität. Und wenn wir uns erweitern wollen, wenn wir uns modernisieren wollen, wenn wir uns professionalisieren wollen, und das wollen und müssen wir, dann müssen wir uns mit alternativen Standorten beschäftigen. Und ehrlicherweise, für mich gibt es da kein Dogma, was da lautet, wir dürfen nicht über die Landesgrenzen von Bremen hinweg gucken. Aber es wird immer Kriterien geben, die wir dann in die Waagschale werfen müssen. Das ist einmal die Fläche, die Größe, die Kosten, und dann müssen wir abwägen, die Lage. Und es gibt eine Dreischrittigkeit. Der erste Schritt ist, wir werden versuchen, hier in der Pauliner Marsch das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir werden in Bremen nach alternativen Flächen gucken. Und wenn diese beiden scheitern und wir da nichts Vernünftiges finden, dann werden wir auch ins niedersächsische Umland schauen. Und das ist unser Weg. Und deswegen auf diesem Weg, wenn der eine oder andere einen richtig, richtig großen Garten hat, ja, und eine Leidenschaft für Werder, oder jemanden kennt, der einen richtig, richtig großen Garten hat, dann gebt uns einfach Bescheid. Ich laufe hier noch ein bisschen rum heute. Sprecht mich einfach an. Danke dir, Tarek.
Das werden wir am nächsten Tag der Fans dann nachbesprechen, was ich da getan habe. Tarek, es tut mir auch leid, jetzt werde ich mit Klaus Filmrich sprechen, ausschließlich über angenehme Themen. Das ist auch vieles offensichtlich. Wir haben einen neuen Trikotausrüster und wir haben einen neuen Hauptsponsor. Wie hat sich das Ganze angelassen mit dem neuen Hauptsponsor bislang? Ja, sehr gut. Wir sind sehr froh, dass wir mit Mathé wieder ein regionales Unternehmen hier aus dem Bremer Umland gewinnen konnten, haben drüben auch einen schönen Truck, sind jetzt bei uns auf der Brust und wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Was schon sehr, sehr gut angelaufen ist, wenn ich das richtig gehört habe, sind die Trikotverkäufe. Das erste Trikot wurde schon sehr, sehr, sehr schnell sehr viel verkauft. Das zweite kam auch fantastisch an. Seit gestern kennen wir jetzt das dritte Trikot. Wie findest du unseren Trikotsatz? Drei sehr unterschiedliche Trikots. Ja, wir haben ja mit Mathé einen neuen Hauptsponsor, wir haben mit Hummel einen neuen Ausrüster und wir haben, und dafür ein großes Dankeschön an alle Fans, wir haben bis dato viermal so viel Trikots verkauft wie im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Also die Fans haben, glaube ich, sehr klar deutlich gemacht, dass ihnen das neue Trikot sowohl Home als auch Away als auch jetzt das neue Event-Trikot gefällt. Also dafür ein großes Dankeschön an alle. Und ich vermute, wir sind bezüglich der Zahlen auf dem Weg 2004, 2005. Das wäre dann das Rekord. Ja. Hast du ein Lieblingstrikot? Mir gefällt das Home, was ich hier vorne auch sehe am besten. Aber ich habe auch gelernt, mein Geschmack ist nicht relevant. Am Ende ist es das, was die Fans entscheiden. Und die haben sich auch sehr klar für das Home entschieden aktuell. Und was sich noch in diesen Tagen getan hat, auch eine Sache, die für das Wohlergehen und die Fitness der Mannschaft wichtig ist, das Trainingslager am Zillertal. Es sah so aus, als sei das dieses Jahr das letzte Mal. Ist es nun aber doch nicht. Was ist passiert? Ja, wir hatten gestern Besuch von drei Menschen aus dem Zillertal. Das war ein sehr angenehmer Besuch. Und wir hatten im Zillertal circa 2.000 bis 2.500 Werder-Fans, die sich mit sehr viel Engagement nochmal dafür eingesetzt haben, dass wir im Zillertal bleiben können. Das hat sicherlich einiges bewegt. Das Zillertal hat sich nochmal Gedanken gemacht über die Partnerschaft. Wir haben dort seit 12 Jahren eine hervorragende Partnerschaft. Wir haben immer eine Fanreise, wir haben eine Fußballschule, eine Sponsorenreise. Und über Generationen hinweg hat sich dort jetzt eine Freundschaft gebildet. Und wir können sehr stolz sagen, auch aufgrund des Einsatzes unserer Fans, dafür ein großes Dankeschön, dass die Partnerschaft nochmal um 5 Jahre verlängert wurde. Ist einfach auch schön da, ne? Das muss man sagen. Danke ich jetzt in der Reihenfolge des Auftretens nochmal. Anne-Kathrin Laufmann, Tarek Brauer und Klaus Filbri. Danke euch. Dankeschön. Auf eine tolle Werder-Saison. Wir reden hier gleich weiter mit der sportlichen Leitung. Das